Mittlerweile ist Jabali voll im Rudel angekommen, aber nicht nur dort, sondern auch auf der Couch. Und wenn ich sie dann frage, und schnell mal Pipi gehen, dann schaut sie sich halt mit diesen sensationellen Augen an. Was willst du da auch machen? Aber zu dem Thema meldet sie sich schon sehr gut an. Seit Anfang an hat Chabura die Pfoten über sie gelegt. Beim Spielen, beim Fighten, ihr zeigen, wann es im Spiel wehtut, wo Grenzen sind. Das zeigt sie ihr jeden Tag mit einer riesen Ausdauer. Toto tat sich am Anfang etwas schwer mit ihr. Sie roch so lecker nach Welpe, ich mag's eher nicht so, aber jetzt spielt er jeden Tag mit ihr liebevoll. Wobei, glaube ich, Erziehung ist ja schließlich Mädelsache im Rudel. Dann geht's schon mal so richtig ab im Büro und da muss auch mal die Arbeit warten können. Irgendwann hat die Kleine aber auch genug und legt sich entspannt zu Chabura. Sie fängt an, die Kleine zu betütteln. Dabei schläft Jabali langsam ein und Chabura leckt ihr hingebungsvoll und minutenlang Öhrchen und Köpfchen. Manchmal habe ich Angst, dass sie bald keine Haare mehr hat. Wenn sie sich richtig ausgeschlafen hat, ist es Zeit für Futter. Und da hilft uns Coco schon richtig gut. Jabali ist der erste Welpe, der beim Füttern rummäkelt, 3 Happen fressen und dann mal schauen, was da noch so los ist in den Näpfen der anderen. Wir füttern im Rudel alle immer zusammen. Das funktioniert immer schon gut und ohne Futterneid. Damit die Kleine auf ihre Portion kommt, wachen Toto und Chabura darüber zusammen. Geht sie weg von ihrer Schüssel, gehen die beiden Großen an ihren Futternapf. Da dreht sich die Kleine aber mal ganz schnell um und frisst weiter. Das Spiel geht so lange, bis der Napf leer ist. Was dann noch übrig bleibt, das machen die Großen klar. An dieser Stelle seid ihr wieder mal gefragt. Wechselt ihr öfters das Futter, weil es der Süße einfach nicht mehr anrührt? Oder ist es egal wie bei Toto? Da ist in 20 Sekunden alles weg, was drin ist. Bitte schreibt mir doch eure Geschichte bei Facebook. Über euer Feedback bin ich sehr, sehr gespannt. Vielen Dank im Voraus, euer Tom von Richie Pitt.